Hallo und willkommen zurück bei Asterix und Obelix XXL Remastered Edition. Ich zeige euch diesen Screen hier, denn so startet das Spiel immer, dass man hier auf die Karte gesetzt wird und bei jedem Druiden kann man neu anfangen. Ich zeige euch das dieses Mal, weil bei der Sammlung das fette Ausrufezeichen steht, weil wir in der Normandie alle 11 Lorbeerkränze gefunden haben. Und wie wir sehen, hat das nichts mit den optionalen Herausforderungen zu tun. Ich weiß nicht, warum in Griechenland dann so extrem viele Lorbeerkränze sind und in Gallien auch mehr als im Original. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich weiß nicht, was man für die Challenges, für Belohnungen kriegt, aber ich werde es auch nicht herausfinden, weil sie mir keinen Spaß machen. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal in die Sammlung und gucken uns natürlich mal den Obelix an, den wir hier freigeschaltet haben. Nämlich den Schwimmer. So sieht er aus und so könnten wir ihn auch im Spiel benutzen. Ich muss aber sagen, ich finde die Kostüme meistens relativ hässlich. Ich mag den Griechen von Asterix und ich mag den Helvetien von Obelix. Die mag ich. Griechenland wusste ich mal, wo alle sind. Da es jetzt mehr Lorbeerkränze sind als früher, weiß ich nicht, ob ich das noch finde. Helvetien ist auch fragwürdig. Aber Normandie, Schwimmer, finde ich jetzt nicht so sexy. Also lassen wir das mal. Wir bleiben bei Obelix im klassischen Kostüm und begeben uns jetzt zum letzten Showdown in der Normandie. So, hier sind wir bei dem Druiden, wo wir das letzte Mal angeflogen gekommen sind. Und mir war so, als wäre hier auch mein Lorbeerkranz gewesen, aber da war was anderes, nämlich noch ein Händler. Den können wir uns natürlich auch nochmal angucken, bevor es hier zum Endbosskampf geht in dieser Welt. Denn in jeder Welt gibt es einen Endbosskampf und sie sind sich alle sehr ähnlich. Was ich tatsächlich lieber gehabt hätte, wäre das, was man in XXL 2 an manchen Stellen sieht, dass man als Endkampf mehr so ein Kampf gegen einfach viele Römer hat. So, gebt mir 200-300 Römer und lasst es einen schweren Römerkampf sein. Denn ich muss ganz ehrlich sein, es gibt wenige schwere Römerkämpfe in dem Spiel. Die meisten schweren Sachen, die man öfter probieren muss, sind weniger Kämpfe als Geschicklichkeitseinlagen oder Kämpfe gegen diesen großen Endboss. So, hier gucken wir uns aber trotzdem mal an, was der noch anzubieten hat. Denn vielleicht gibt es da noch ein paar Sachen, die wir uns kaufen können, die wir beim letzten Mal noch nicht leisten konnten. Oder neue Sachen. Denn wir sehen hier zum Beispiel, es gibt Keule-Kombo. Kostet nur 5.000, wir haben ja 33.000. Nutze einen Römer, um auf den Boden zu schlagen oder andere Römer zu hauen. Mit AAXY. Klar, die muss ich erstmal wieder lernen. Die Kombos aber sind die gleichen wie früher. Mit Keule-Kombo ist immer ein bisschen schwer darzustellen oder zu erklären. Das ist das, was sie in den Comics gerne gemacht haben. Und das Symbol verrät es ein bisschen, wenn sie einen Gegner an den Füßen packen und die dann rechts und links von sich auf den Boden hauen. Hier machen sie das dreidimensional. Ich glaube, sie hauen 6-mal auf den Boden, vielleicht auch 9-mal. Ich bin mir nicht sicher. In so einem 120-Grad-Winkel voneinander entfernt, damit sie ringsum alles treffen, hauen sie einen Römer auf den Boden und damit werden die anderen betäubt, also entwaffnet. Genauso wie wenn wir den Fallhammer-Kombo machen oder wenn wir mit Idefix angreifen. Wir machen das einfach mal. Keule-Kombo. Bam. Und die Wut-Kombo. Elite-Hundetraining. Damit kann Idefix mehrere Römer hintereinander entwaffnen, bevor er zurückkehrt. Das ist cool. Kostet nur 10.000. Wir haben gerade viel Geld. Vielleicht sind die späteren Kombos auch teurer. Das können wir uns ohne Probleme leisten. So, ich weiß gar nicht, warum wir so viele Helme haben. Wahrscheinlich, weil ich viele Helme sammle. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. Okay, dann wollen wir mal sehen, was uns da für einen Gegner erwartet. Ja, so sah das schon immer aus. Und wer dieses Spiel nicht kennt, der wird sich darüber etwas wundern. Das ist einer der wenigen Orte, wo wir sie in Ruhe angucken können. Sah auch schon im Original so aus. Da klang sie noch etwas anders, noch ein bisschen knatteriger. Fand ich besser. Die meisten Geräusche fand ich im Originalen besser, aber sei es drum. Es ist ziemlich furchteinflößend. Aber ihr seht schon, der große rote Knopf oben in der Mitte, auf den werden wir uns einfach mal konzentrieren. Vorerst müssen wir hier weglaufen. Oh, ach nein, das war's schon. Okay, 1. So, den müssen wir besiegen. Und der macht jetzt erstmal gar nichts. Das ist jetzt nicht allzu dramatisch. Guck mal, da sind Verleinigs und Automatics. Der macht jetzt erstmal nicht sonderlich viel. Wir müssen
Wir können uns hier auf den erst einmal in Ruhe einstellen, aber wir müssen erst einmal hier hoch und einfach mal gucken, was passiert, was wir da machen können. Obelix kann uns hier helfen. Und dann kommen wir auch tatsächlich da zu dem großen roten Knopf. Und was macht der? Der fährt hier seine Stachelrollen aus. Wunderbar. Wir müssen alle Rollen abschlagen und da wir beim ersten Mal am meisten Zeit haben, nehmen wir jetzt die hinterste Rolle. Das ist bei jedem Kampf gegen diese Maschinen so, dass wir immer weniger Platz haben, je mehr Rollen wir hier schon abgeschlagen haben. Also immer weniger Zeit. Und deshalb machen wir beim ersten Mal die letzte Rolle. Und jetzt fängt er auch an, mit Zeugs auf uns zu schießen. Was explodiert nach einer gewissen Zeit. Aber wenn wir auf sie zulaufen, dann kann man sie tatsächlich relativ gut abprallen. Also wenn die einfach auf dem Boden liegen, brauchen wir nur drüber zu laufen und dann prallen die von unserem Charakter ab. Von daher, es ist nicht allzu dramatisch, auch wenn die später sehr viel mehr und sehr viel schneller schießen, es ist nicht allzu schlimm. Diese Schrauben, die wir hinter den Rollen abschlagen, die waren im Original meiner Meinung nach etwas schwieriger abzuhauen. Ja, jetzt musste man auch ein bisschen öfter schlagen. Eben bei der ersten Rolle musste man nur ein einziges Mal schlagen und die Schrauben sind rausgefallen, halbiert. Aber jetzt braucht man etwas länger und muss ein bisschen stärker zuhauen. Das ist kein Problem, das wird alles noch extremer. Ich bin der Meinung, später dauert es sogar so lange, dass wir gar nicht genug Zeit haben, das in einer Phase überhaupt zu machen. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall wird sich diese Maschine nicht weiter bewegen, sondern nur hier stillstehen und ihre Rollen ausfahren. Und man sieht auch, warum man zum Ende hin weniger Zeit hat. Ich meine, es ist zum Ende natürlich noch möglich, die hinterste Rolle abzuschlagen. Aber es ist einfacher, wenn wir das zu Beginn machen. Also wir haben immer weniger Zeit, weil die Maschine einfach wackelt. Asterix kann sie nicht so lange halten. Die visuellen Effekte sind ein bisschen schwach, weil im Original wurde das auch mit grün und roten Farben angezeigt, wie wenn Römer angreifen. Das hat mir eigentlich noch besser gefallen. Aber wir spielen in diesem Projekt spielen wir das Rowmaster. So, ist einfach so. Wir spielen das Rowmaster und nur darum geht es. Und deshalb wollen wir uns gar nicht so sehr auf das Original konzentrieren. Wenn ihr in ein paar Jahren wollt, dass ich das Original nochmal spiele, dann spiele ich auch gerne nochmal das Original. Zwar Rowmastered, aber dann nur im Classic-Modus. Ne? Einfach, weil das Original nicht mehr läuft. Und das war's auch. Ich meine, wir müssen erstmal ein paar Jahre warten und das verdauen und dann können wir wieder das normale Asterix nochmal spielen. Klar, alle paar Jahre kann ich das spielen. Und wir haben einen 80er Multiplikator bekommen, was sehr, sehr viel ist. Den bekommt man, glaube ich, von jeder Maschine. Ja. Damit bekommt man einen Haufen Helme. Wir haben irgendwie 10.000 Helme bekommen oder so. Also, was wir eben an Helmen ausgegeben haben, haben wir jetzt komplett wieder. Dann werden wir mal unsere Freunde befreien. Asterix, Obelix, das seid ihr ja endlich. Ja, genau. Wir haben uns schon gefragt, wann ihr hier endlich auftauchen würde. Ich glaube, die Römer wollten uns einfach mitten auf einem Gletscher zurücklassen. An einem Felsen gekettet. Mir läuft's bei dem Gedanken kalt den Rücken runter. Habt ihr gute Miene gefunden, die Frau des Häuptlings? Nein, noch nicht. Und Methuselix, seine Frau? Und die schöne Falbala? Auch nicht. Bis Lutetia waren sie noch bei uns. Danach sind wir getrennt worden. Wenn ich mich nicht verhört habe, dann sollten sie von 5 ganzen Legionen nach Athen eskortiert werden. In Griechenland. Wir werden uns sofort auf die Suche nach ihnen machen. Miraculix hat uns gesagt, dass ihr ein Stück der großen Karte Caesars klauen konntet. Ja, ja. Hier ist es. Mann, Automatik sieht alt aus. Ich weiß gar nicht, warum Automatik so alt aussieht. Und da ist es, Griechenland. 18 Lorbeerkränze. Er sagt mir immer noch Sammlung. Ja, ich weiß, dass ich den freigeschaltet habe. Wir wählen den mal aus. Dein Outfit wurde geändert. Ansonsten geht wahrscheinlich das Ausrufezeichen nicht weg, genau. Ich meine, auf der Karte sehen wir sowieso nicht. Ich glaube, wir können das im Spiel nicht ändern, nicht wahr? Ach, was soll's, wir haben es gefunden. Ich zeig's euch einfach mal. Wenn es uns auf den Sack geht, dann wechsle ich das wieder. Da ist Obelix im Badeanzug. Es kann übrigens gut sein, dass ich mich... Guck mal, Lorbeerkranz. Aber man spawnt so in der Welt, also dreht man sich nicht um. Es kann übrigens gut sein, dass ich mit den 18 Lorbeerkränzen mich irre, dass das in Griechenland schon immer so viel waren, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Und weil es
weil es in Gallien mehr sind als früher, habe ich irgendwie den Verdacht, es waren früher nicht so viele in Griechenland. Ich weiß es nicht. Aber der erste ist relativ simpel. Man muss einfach nur dran denken, sich mal zu Beginn eines Levels umzudrehen. Das ist sowieso eine der Sachen, die man gerne mal machen sollte. Auch wenn man, das haben wir in Rayman 3 sehr gut gesehen, als ich das vor ein paar Jahren gespielt habe, wenn man an so einem Abhang runterspringt, dann sollte man sich durchaus mal umdrehen, auch wenn man in einem Gang ist. Da ist da oft irgendwas versteckt. Das ist so das Gamer 1x1. Lasst es euch von einem Profi gesagt sein. Ha! Profi am Gamepad hier. Oh ja. Der Experte am Mikrofon gibt euch krasse Pro-Tipps. Und, keiner weiß es besser. Ich bin halt Veteranenspieler, ne? Wenn Asterix und Obelix XXL ein E-Sport wäre, dann, wäre ich auch nicht der Beste darin. Aber egal, es macht Spaß. In Griechenland gibt es viele Kämpfe, den wir... Komm her, Alter. 29. 29, wieder was für eine seltsame Zahl. 29, aber ich mag es auch rüber zu kloppen. Und ich sag euch eins, wenn man in der Normandie so viel gerutscht ist und dann gegen diese große Maschine gekämpft hat, ist es mega cool, endlich wieder gegen normale Römer zu kämpfen. Und da haben wir übrigens einen neuen Gegnertyp hier, diese langen, diese großen, die greifen mit ihren Speeren an und die halten mehr Schläge aus und können schneller angreifen und haben eine größere Reichweite. So, jetzt probieren wir mal kurz unseren neuen Combo. Es ist ein bisschen schwer zu sehen, was passiert, finde ich. Aber der ist ganz cool. Der gefällt mir. Er erscheint mir bei weitem nicht so sinnvoll oder so effektiv wie ihr Fallhammer-Kombo, weil Fallhammer-Kombo viel schneller zuschlägt und meiner Meinung nach einen größeren Wirkungsradius hat. Es ist ein bisschen knifflig, mit der Keule-Kombo wirklich effektiv jemanden zu treffen, weil man eine große Menge an Gegnern braucht, um wirklich jemanden zu treffen und nicht einfach nur ins Leere zu hauen. Also es ist nicht ganz so einfach, dieses Kombo wirklich sinnvoll zu gestalten. Obelix, wie oft hast du denn dieses arme Schwein gehauen? Verdammt! Das arme Schwein, was hat es denn getan? Meine Güte. Und so gerne wie ich gefrorene Gegenden mag, weil es selten Spiele gibt, die das machen, so froh bin ich, wenn man aus einer gefrorenen Gegend wieder rauskommt. Aus einer Schneelandschaft, aus einer Eislandschaft. Es ist selten, dass Computerspiele das machen. Da hinten ist noch ein Katapult, das werden wir mal kurz zerstören, weil mich das stört. Also es gibt wenige Computerspiele, die das machen. In den letzten Jahren hat es zugenommen. Allen voran würde ich einfach sagen, auch Shadow of the Tomb Raider. Was eine großartige Eispassage hat. Aber man ist trotzdem froh, wenn man aus der Eispassage wieder rauskommt. Denn es gibt, wie ich finde, tatsächlich kaum etwas Schöneres als diese offenen Landschaften, grüne Wiesen, Natur, Wasser. Das ist ganz cool. Klar, ich mag die Gletscher- und Eislevel, aber ich bin froh, wenn sie vorbei sind. Früher habe ich Gletscher- und Eislevel gehasst, zu Rayman-Zeiten und Mario und sowas. Da hatte man dann ja immer die rutschigen Oberflächen und so. Das ist ja in Asterix und Obelix XXL zum Glück nicht der Fall, außer bei der Rutschpartie. Und die Rutschpartie, kann ich euch schon mal verraten, nein, die gibt es in Griechenland nicht, aber die gibt es in der nächsten Welt wieder. Und in der übernächsten. Von daher, es ist nicht nur auf dem Eis rutschig, sondern auch in vielen anderen Gegenden. Aber das ist das Einzige, wo man mit schlechter Traktion zu kämpfen hat. Genau, das sollte unser Freund vielleicht sagen. Nicht Achtung, Rutschgefahr, sondern Vorsicht, schlechte Traktion. Oder niedrige Reibung oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwie sowas könnte er sagen. Damit er ein bisschen mit der Zeit geht. Na, haben wir denn schon gewechselt? Haben wir dann schon unsere Winterschuhe aufgezogen? Na? Oder unsere Winterhose bei Obelix? Ich meine, dass der jetzt sein anderes Outfit hat, ist mir jetzt in dem Kampf kaum aufgefallen. Hier gibt es noch einen Lorbeerkranz. Vielleicht waren es schon immer so viele, ich weiß nicht. So viele Lorbeerkränze, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber jetzt in dem Kampf ist mir das nicht sonderlich aufgefallen. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass er die ganze Zeit nur Wildschweine verprügelt hat. Und das eine Extrem, das hat irgendwie 10 Keulen hinterlassen. Obwohl es immer noch alle 4 Beine hat. Ganz furchtbar, das arme Schwein. Aber das ist okay. Also bis jetzt nervt es mich nicht. Es wirkt jetzt nicht so extrem out of place, wie ich dachte. Also ist das schon in Ordnung. So. Okay. Hier haben wir jetzt erst einmal alle. Da gibt es noch ziemlich viele Helme. Wahrscheinlich habe ich deshalb so viele Helme, weil ich ständig viele Helme sammle. Nein, und eben sind wir irgendwie mit der Strömung geschwommen. Das ging extrem schnell.
So, großartige Multiplikatoren gibt es jetzt hier nicht mehr, glaube ich. Von daher, ihr merkt doch schon, dass ich gar nicht mehr jeden einzelnen Helm hinterher springe. Weil die Kombo, die wir brauchen in der letzten Welt, um den Kampf zu schaffen, sonst bin ich nicht gut genug. Wie sollen wir denn da rankommen? Na gut, das ist wahrscheinlich mein Fehler. Also die Kombo, die wir brauchen, hat im Original 75.000 Helme gekostet. Und wir haben ja jetzt schon die Hälfte. Von daher, wir haben ziemlich viele Helme und das ist alles nicht mehr so dramatisch. Das wird mit der Zeit schon kommen. Aber wenn wir jetzt nachlässig werden, dann haben wir wahrscheinlich nicht genug, wenn es soweit ist, dieses Kombo zu kaufen. Das höchste Kombo, also das teuerste Kombo im Spiel, kostete früher 150.000 Helme. Aber das war so ein Kombo, wenn man das gemacht hat, dann war einfach ein Kampf, egal welcher Größe, sofort vorbei. Das war ein Kombo, was hunderte oder tausende Römer mit einem einzigen Kombo besiegen konnte. Und da habe ich dann tatsächlich von dem Spiel nichts mehr gehabt. Weil dann buchstäblich der Kampf vorbei ist, egal wie groß er ist. Also selbst der größte Kampf ist da mit einem Kombo vorbei. Und da denke ich so, ach komm, dann ist es aber ein bisschen witzlos. Also das habe ich irgendwann mal gekauft. Meistens nicht im ersten Durchgang, sondern erst, wenn ich später nochmal gespielt habe. Aber jetzt so wirklich benutzen ernsthaft habe ich es nicht. So, jetzt haben wir die mal zusammengedreht. Wunderbar. Bei so einer engen Ansammlung an Gegnern funktioniert das ganz hervorragend. So, wir werden jetzt mal noch als Asterix hier kurz nach oben gehen, weil ich euch da einen neuen Gegnertyp zeigen möchte. Der mit Obelix natürlich wieder ein bisschen schwerer zu besiegen ist. Mit Obelix ist alles schwerer zu besiegen. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist ein Gegnertyp, der uns nicht verletzen kann, aber er greift sehr schnell an. Da. Ihr seht, er greift sehr schnell an, aber er verletzt uns nicht. Er schlägt uns nur runter. So. Die werden wir später noch öfter finden, auch innerhalb von Kämpfen, wo sie dann nur dafür sorgen, dass wir uns irgendwie, dass er uns irgendwie in Gegnermassen schleudert oder vielleicht sogar in die Lava rein oder sowas. Und das ist natürlich etwas unschön, etwas unerwünscht. Das wollen wir natürlich nicht. So, okay, dann müssen wir jetzt zu Obelix wechseln. Okay, jetzt finde ich seinen Badeanzug schon doof. Ja, ich finde ihn doof. Ich mag ihn nicht. Ach. Na gut, egal. Von diesem Gegnertyp, den wir eben gesehen haben, dem Gummiknüppelkämpfer, von dem werden wir später welche sehen, die noch sehr viel schneller angreifen. Und zumindest im Original gab es dann welche, die so schnell angegriffen haben, dass dieser Angriffsindikator nicht einmal angezeigt wurde. Also sobald der grün wurde, war er auch sofort rot. Also der hat augenblicklich angegriffen. Der hat nicht eine Sekunde gebraucht oder eine halbe. Er war augenblicklich, in dem Augenblick war er da. Und da musste man tatsächlich über seinen ersten Angriff drüber springen, um ihn dann anzugreifen, während er zurückschwingt. Und ich weiß es natürlich nicht, ob das hier auch nötig ist, ob das hier auch so extrem scaled. Das werden wir sehen. Wenn es originalgetreu geblieben ist, dann wird es hier auch so sein. Absolut, definitiv, da gibt es keinen Zweifel. Aber das weiß ich halt jetzt noch nicht. So. Wir können Obelix gleich holen. Vorher wollen wir hier noch kurz aufräumen. Ja, ach, hier können wir sogar noch hoch. Wunderbar. Den einen Knopf habe ich eben natürlich gesehen. Da können wir uns gleich nochmal einen Bonus holen. Ich bin nämlich der Meinung, jedes Mal, wenn wir so eine roten Knöpfe sehen, dann ist das irgendein Bonus. Ich glaube, das ist selten, dass wir da einen notwendigen Mechanismus öffnen, wenn es mehrere rote Knöpfe gibt. Ich bin der Meinung, das ist immer ein Bonus. So, hier haben wir das und hier können wir hin und her rennen. Lustigerweise, er rennt immer noch allein. Jetzt sind wir schneller in das Band reingegangen und jetzt noch schneller. Das heißt, er wird hier immer schneller. Bis zu einem gewissen Maximum, wenn er ungefähr so schnell ist wie mit Zaubertrank. Schneller wird er nicht mehr. So. Und damit können wir meiner Meinung nach, ich glaube, das ist wichtig, meiner Meinung nach können wir damit irgendetwas durchbrechen. Also das brauchen wir tatsächlich für irgendetwas, bin ich der Meinung. Ich hätte jetzt sogar gedacht, dass man durch das immer schneller werden auch als Asterix Stahlkisten durchschlagen kann. Ob das jetzt tatsächlich stimmt oder ob ich mich falsch erinnere, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber wozu wären die sonst da? Die sind dafür da, damit man hier an Geschwindigkeit gewinnen kann, weil man das für irgendetwas braucht. So. Könnte natürlich auch sein, dass die Stahlkisten hier einfach nur mit Obelix zerstörbar sind.
So, dann müssten wir mal kurz gucken. Man muss natürlich immer wieder umdenken. Und das ist kamerasensitiv und nicht charaktersensitiv. Nee, man hat eigentlich kaum eine Chance. Man hat kaum eine Chance, damit was zu erreichen. Weil die Kamera nicht schnell genug umschalten kann. Und dementsprechend lenkt man in eine Richtung. Die Kamera richtet sich wieder aus. Und dann läuft er in die andere Richtung. Weil es eben von der Kamera abhängig ist, wo sich der Charakter hinbewegt und nicht von der Person. Das heißt, wenn er in die Richtung guckt, lenke ich nach rechts und er geht doch nach rechts. Anstatt in sein rechts zu gehen, was links wäre. Ihr versteht. Ja, ihr versteht. Denn ihr seid intelligent. So. Irgendwo hier muss aber noch ein roter Knopf sein. Da. So, sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da kriegen. Vielleicht ein Lorbeerkranz? Ich weiß es nicht. Ja. Tatsächlich, noch ein Lorbeerkranz. Also ihr seht, es ist nicht viel passiert. Wir haben schon 3 Lorbeerkränze. Die werden in Griechenland tatsächlich scheinbar ein bisschen inflationär verteilt, sodass wir hier durchaus davon ausgehen können, dass es schon immer 18 waren.